Hallo zusammen. Nachdem wir die Form, aber auch die erste Vertiefungsstufe von Yin und Yang erarbeitet haben, gehen wir heute zur nächsten Vertiefungsstufe über. Die zweite Vertiefungsstufe, das ist die Armspirale. Bei der Armspirale gibt es verschiedene Elemente, wie die Arme öffnen, schließen. Es gibt aber auch die fünf Vitamine. Und es gibt die Richtung der Armspirale. Beginnen tun wir mit den sogenannten fünf Vitaminen. Bei den fünf Vitaminen geht es um nichts anderes als, wo habe ich meine Hände, wie habe ich meine Hände, wo sind meine Ellenbogen. Wir starten mit dem Teil 1, Vitamin A. Im Vitamin A geht es um die Handhöhen. Wir haben drei Stufen der Handhöhen. Wir haben tief, wir haben Mitte in etwa Schulterhöhe und wir haben hoch über den Schultern. So viel zur Erklärung. Machen wir es doch gleich zusammen und dann sehen wir, wie das Ganze aussieht. Wir starten wieder in diese Richtung, damit ihr möglichst viel seht. Wir starten mit Yin, tief. Yang, Mitte, Yin, tief, Yang, Mitte, hoch. Ihr seht, ich spreche zuerst die rechte Hand an, danach die linke. Yin, tief, das sind beide, und tief Nummer 2. Yang, tief, Mitte, wieder rechts tief, links Mitte. Yin, rechts tief, links Mitte, einmal, zweimal. Und Yang, rechts hoch, links Mitte. Wir erkennen auch hier wieder, dass die Variation von Mitte irgendwo bei Mundhöhe ist es in der Regel nicht mehr Mitte, aber zwischen Mundhöhe und etwa Brusthöhe variiert. Hier gibt es verschiedene Ansätze und das ist ein bisschen tricky. Also haben wir hier rechts hoch, links Mitte, Yin tief, Yang Mitte 1, 2, Yin Mitte, Yang Mitte, Yin rechts hoch, links Mitte, Yang Mitte, Yin rechts Mitte, links hoch, Yang Mitte. Yin, Mitte, Yang, Mitte. Yin, Mitte, Yang, rechts hoch, links Mitte. Yin, tief, Yang, rechts Mitte, links hoch, rechts Mitte, links tief. Yin, rechts Mitte, links tief. Und Yang ist rechts hoch, links tief. Yin ist beide Hände Mitte. Und Yang ist Mitte rechts und links tief. Yin rechts Mitte, links tief. Yang rechts Mitte, links hoch. Yin beide Mitte. Und Yang rechts Mitte, links tief. Yin, beide Mitte. Und Yang, rechts tief, links Mitte. Ich gehe ein, zwei Schritte zurück, dass ich genug Platz habe. Yin, beide Mitte. Und Yang, rechts Mitte, links tief. Yin, nochmals das Zurücksitzen, rechts Mitte, links tief. Yang, die Laute, rechts Mitte, links hoch. Yin, Mitte. Yang, Mitte, tief. Yin, tief, Mitte. Das gilt für beide Hände. Yang,
Mitte, Tief, Mitte. Yin, Tief, Mitte. Yang, Mitte. Yin, Mitte. Yang, Mitte. Yin, Mitte. Yang, Mitte. Und hier nochmals Mitte. Voilà, das wäre schon der Teil 1 gewesen. Ihr seht, es ist immer zuerst die rechte Hand, danach die linke. Ich spreche immer meistens die Endposition. Ich sage meistens, es kann einzelne Abweichungen geben. Und es gibt Bewegungen, wo zwei Bewegungen drin sind. Zum Beispiel hier am Schluss mit Mitte, Tief, Mitte. Solche Bewegung geht es. Oder beim Abschluss, wo wir hier sind, ist das Yang, Mitte und nochmals Mitte. Ich gebe es an euch weiter zum Üben. Achtet auf eure Höhe, eure Hände und übt fleißig. Wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.